Und hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute zeige ich euch mal was. Andy, ich habe ja einen Kartendeck. Karteneffekt, ich liebe Karteneffekte. Ja, Andy, ich werde gleich hier durch die Karten durchgehen. Und wenn immer du willst, sagst du schon. Ja, okay, aber warte nicht bis zur letzten Karte. Ja, ja, ist klar. Okay, perfekt. Stopp. Stopp. Hier? Ja, genau. Perfekt. Schau die Karte an, merkst du dir? Ja, ich zeig's mal in die Kamera, oder? Ja. Ah, also, behalt sie noch bei dir. Okay, weil, und drückst sie mal ein bisschen an dich. Und ich werde jetzt zeichnen, was ich sehe. Okay? Was du siehst, okay, ich versuche sie dich zu senden. Okay. Okay. Du versuchst meine Karte zu zeichnen. Oh, yeah. Gehe ich der Annahme richtig? Correct. Okay. Boah, wenn du jetzt den Kreuzkönig da drauf zeichnest, oh, das habe ich schon verraten. Oh, verraten. Ja, ich hab's das hier gemalt. Was soll denn das sein? Das ist rückseitig. Ich habe gesagt, ich zeichne, was ich sehe. Na gut, ja, es fehlt hier noch ein Kreis, ja. Und brutal, er zeichnet den Rückseite meiner Karte. Ich meine, wenn die nicht alle gleich sind. Ach, Moment mal, die sind ja alle gleich. Nein, pass auf, was ich aber machen kann, ist, ich hoffe, dass man es auf Vorkamera gut sieht, wenn ich den hier mache. Siehst du, springt eine Karte raus. Ja? Und die ist auch noch rot? Und die ist auch noch rot, ja, ich weiß. Und du kannst die gerne untersuchen und ich pack den hier ein. Und die passt perfekt. Okay, das wiederum ist schon cool. Und das ist nicht nur cool, das ist auch Sketch von Juan Miranda und Julio Montoro. Geil. Das klang so cool, das muss stimmen. Das klang wirklich cool. Also eine gezeichnete Karte fällt aus der Zeichnung heraus und wird quasi echt. Was kriegt ihr? Ihr kriegt einen Link, ihr kriegt die entsprechenden Gimmicks dazu. Was sind ein Notizblock und eine spezielle Karte. Wenn ihr auf das Notizblock schreiben wollt, oder das sehe ich auf die Karte, also beim Zeichnen, braucht ihr einen Dry Erase Marker, den kriegt ihr nicht dabei. Den sollte man aber haben. Ja, also Kühl gibt es ja bei vielen nur den. Es wird immer dieselbe Karte sein, also ihr braucht einen Force. Genau, auf keinen Fall mit normalen Sharpie auf jeden Fall draufschreiben, weil sonst ist es im Arsch kaputt. Genau. Ja, Routine, wie schaut denn die Routine aus? So wie wir es gerade hatten, oder? Exakt. Exakt das. Es ist auch die einzige Routine, oder? Eine Karte. Ja, genau. Mehr ist da nicht dabei. Also es bleibt quasi bei diesem Karte. Suchst eine Karte aus. Ich finde deine Karte, indem ich sie durch eine Zeichnung materialisiere. Ich habe diesen Gag halt eben mit. Ja, das hier. Und was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, so sieht's aus. Ich meine, für die Kamera sieht es mit sicher gut aus. Andi würde was wahrscheinlich erkennen. Das ja, ist es. Ist, also Abstand ist ein bisschen wichtig, sonst sieht man, es ist ein Gimmick, oh Wunder, aber es ist ein cooles Gimmick und es macht was her. Also, genau, ja. Es sieht nicht nur so aus, aber als würde die Zeichnung aus dem Notizblock fallen, es ist tatsächlich so, ja, also das muss man sagen. Ja, aber was ist das Besondere, bis auf das eine Zeichnung sich materialisiert? Das ist ganz schön besonders, also muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht halt cool aus, ich gehe auch davon aus, dass man wenn so ein Block dabei hat, also für diesen speziellen Moment. Kann ich den Block für zum Beispiel Priceless oder so für einen anderen Effekt auch noch hernehmen oder ist der Block reserviert für dieses? Nee. Den Block kannst du, wenn das Gimmick draußen ist, jetzt so eigentlich zum Beschreiben benutzen. Es sind auch hinten ein paar Seiten, die du mit Dry Erase Marker beschriften kannst und wieder weglöschen kannst. Also wenn ich jetzt mit dem Dry Erase Marker Effekt könnte ich das natürlich auch. Das wäre jetzt eine coole Kombination. Genau. Das Gimmick, also ja, man muss halt das nicht mitnehmen. Den Block, nicht den Block, sondern eher das Kartengimmick. Sollte man vielleicht aufpassen, weil das kann ich mir gut vorstellen, dass es ein bisschen ausleiert. Das taugt jetzt im Moment noch. Ja gut, es ist auf jeden Fall hier drin. Ein bisschen unpraktisch, finde ich. Ja also gut, du hast deinen Block dabei. Ja, aber ich muss einen Block mit dabei haben. Deswegen, ja, aber Priceless machst du ja auch. Stimmt. Wie gesagt, als Kombination für eine... Close-Up-Effekt oder ist es auch bühnentauglich? Also ist mit Sicherheit, also gut, wahrscheinlich eher mit Videoprojektion. Ja, aber also, für eine kleine Bühne, Stand-Up-Bereich oder so. Ich denke mal, es ist auch, wenn ihr so Table-Hopping macht, am Kopf von einem Tisch und ihr macht den hier. Ja, das stimmt. Habt mit Sicherheit was. Hat was, ja. Die Karte, die ihr habt, dann quasi kann nicht sofort untersucht werden. Das bleibt halt bei einem Kartentrick, ja? Es ist halt ein Reveal, aber ziemlich cooler. Ich meine, ihr habt diesen Gag mit, ja, ich zeichne deine Karte und ich zeichne, was ich sehe. Es wäre geil, wenn da noch andere Zeichnungen rausspringen könnten, irgendwas, aber es bleibt halt bei diesem Karteneffekt. Genau. Das ist so ein Ding. Nee, es ist sehr schön präsentiert. Ich habe die Trailer gesehen und vom Video ein bisschen was. Kommen wir mal zur Bewertung. Ja, von der Bewertung her, von mir, ich 6 Punkte, weil es ist nur ein Karteneffekt. Es sieht zwar schön aus, wenn es euch gefällt, dann vielleicht, aber man muss es mit rumtragen, Requisit und so. Es bleibt bei 6 Punkten. Sagt der gern Priceless macht. Aber gut, das ist das andere. Priceless ist auch was Besonderes, das ist kein Kartentrick, meine Meinung. Joe, ja, gut, was meinst du? Oder sowas gerade. Ich gebe ihm
7 Punkte. Ich finde es visuell. Ich überlege mir noch, ob ich es mache. Ich habe es schon mal performt. Aber für Video natürlich auch machbar. Ja, werde ich dann noch sehen, bestimmt. Wir verlinken es, falls genau. Noch. Also von mir 7 Punkte. Und genau. Das war's mit Sketch. So, kommen wir jetzt zu was ganz Speziellem. Krass, guck dir mal das an, ey. Was, ich guck mich mit, das ist ein Kreis, oder? Das ist ein Kreis. Aber ich weiß nicht, von mir sieht es eher aus wie ein Viereck. Schaust du dir mal an, vielleicht? Ein Viereck? Ich meine Viereck? Ja, komisch, vielleicht sieht man es hier gut, wenn ich so zeige. Viereck, Kreis, Viereck, Kreis, Viereck. Okay, also wir tun es mal weg, das ist irgendwie paradox. Es ist sehr paradox. Genau zu sein ist es... Paradox Card von Michael Chatelain. Ja. Ja, gut, Vorführung bei Hammers. Das war's eigentlich. Genau. Es ist ein Download-Link dabei, wo es kurz erklärt wird, das Gimmick. Ich meine, viele haben es gesehen. Ich meine, das sieht doch echt strange aus, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Hatte ich keine Ahnung, wie es irgendwie funktioniert. Mhm. Aus dem einfachen Grund, es sind zwei Trickprinzipien. Genau, es kombiniert zwei Prinzipien. Genau. Deswegen kommt man da auch überhaupt nicht drauf. Das ist auch so, im Nachhinein, wie kann das sein? Weil ich würde es eher als so klein, den netten, sagen wir mal, Instagram-Video-Effekt, ja. Weil für live... Nee. Karte ist auf keinen Fall untersuchbar. Nee, und man kann es nicht rausgeben. Es ist so ein richtig typisches, das kaufe ich mir, dann mache ich ein Instagram-Video mit oder mehrere oder was auch immer, wenn ihr da Verwendung habt. Es ist kein Live-Trick, definitiv nicht. Es ist eine gimmickte Karte, die man vielleicht für die Bühne vor einem Projektor und dann sagt ihr das. Naja, nee. Ich meine, das Skript schreibt sich dann tatsächlich doch selber. Ich meine so, ja, naja. Gewisse Dinge. Ich werde, was ich mache, ich spiele mit der Perspektive. Zum Beispiel, ihr seht einen Kreis, ich sehe ein Viereck. Ich meine, da kann man doch mit Sicherheit was. Doch, ich bin mir sicher, dass man da was machen, kann. Ja. Genau, aber mehr als ein Instagram-Video wird es bei uns das wahrscheinlich auch nicht hergeben, deswegen müssen wir das da abhaken. Ja, es ist genau das, was man sieht. Winkel 180 Grad, ganz klar, oder? Ja, 180, so. Genau. Ich meine, ihr wollt es von kleidungstechnisch, solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Kleidungstechnisch solltet ihr ein bisschen aufpassen. Gibt es blau? Rot und blau im Design. Kann man auswählen, aber dann kriege ich beides, oder? Man muss... Eins auswählen. Es gibt entweder Rot oder Blau im Weiß. Also, ja, nette kleine Sache. Download Michael Chatelain halt. Mit seinem. Also von mir, fangen wir gleich mit der Bewertung an. Bei mir bleibt es bei 4 Punkten. Es ist jetzt nichts. Wow, krass. Es ist ein netter kleiner Instagram-Effekt und deswegen 4 Punkte. Ich denke, ich gebe ihm ganzen doch 6 Punkte, weil es hat schon was. Es hat mich interessiert und ich denke auch, dass viele erstmal gucken. Ja, für den Preis. Moment. Ja, so viel ist es jetzt auch nicht. Ich meine, gut, das ist eine Kleinigkeit im Verhältnis zu, was man sonst so machen kann. Gut, und das war's dann auch schon mit Paradox Card. Und das war's dann auch schon wieder mit Angel Magic Review. Heute ein bisschen kurz und knackig mit Sketch und Paradox Card. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was euch besser gefällt, welches Müllkarten-Gimmick, ob ihr sowas verwendet vielleicht. Genau, ob euch dieser visuelle Effekt, wo es rausspringen, gefällt oder dass ihr mehr diese Instagram-Videos macht. Genau, das war's von uns beiden und in diesem Sinne... Bleib magisch!